Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch gerne mein thailändisches Curry vorstellen. Ein wundervolles Gericht, das für die iPrep and Cook wunderbar geeignet ist. Ein sogenanntes One-Pot-Gericht. Es geht alles in diesem einen Topf. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Das Rezept habe ich euch unten verlinkt. Ihr könnt es euch gerne runterladen und wenn es euch gefallen hat, natürlich nachkochen. So, die Sachen, die wir für das thailändische Curry brauchen, habe ich schon mal rausgestellt. Als erstes brauchen wir Geflügel. Ich habe hier jetzt Putenfleisch genommen. Man kann auch Hähnchen nehmen, das gibt es heute ja auch schon fertig geschnitten. Wer das nicht schneiden mag, der kann das auch schon klein geschnitten bekommen im Supermarkt. Dann brauchen wir neben dem Geflügel Kokosmilch. Wir brauchen Prinzessbohnen, die ich gleich noch putzen werde. Wir brauchen eine Gemüsezwiebel, zwei große Paprika, dann habe ich jetzt hier drei Möhren, das sind ungefähr 500 Gramm, 400, 500 Gramm, ein ordentliches Stück Ingwer, an Gewürzen brauchen wir danach Sambal Oleg, wer es mag, wer es gerne etwas schärfer mag, der nimmt Sambal Oleg, ich mag den Geschmack ganz gerne, wir essen gerne scharf und dann habe ich hier zwei Currypasten, die man heute schon fast in jedem Supermarkt kriegt. Also das eine ist Massaman Curry, das gelbe Curry hier und dann habe ich auch immer noch ein rotes Curry. Das rote Curry ist ein bisschen schärfer, also muss man ausprobieren, vorsichtig sein und testen, ob man das mag und wie scharf man gerne isst. Ja, das Ganze werden wir dann noch mit ein wenig Hühnerbrühe aufgießen. Ich habe hier 1,5 Liter Hühnerbrühe noch dazu, da habe ich jetzt fertige genommen, weil ich keine selbstgemachte mehr hatte. Aber das geht sehr gut und dann wollen wir mal loslegen. Ich würde jetzt die einzelnen Sachen hier vorbereiten und wenn ich dann soweit bin, dann sehen wir uns wieder. So, Schnippelarbeit erledigt. Ich habe alles jetzt soweit schon vorbereitet, dass es von der Maschine hoffentlich gut verarbeitet werden kann. Das Fleisch habe ich in mundgerechte Stücke geschnitten. Wir essen das wie eine Art Gulasch, sodass man die Stücke nicht zu groß lassen sollte, sondern so, dass sie gut auf den Löffel gehen. Die Bohnen habe ich klein geschnitten, Paprika, die Möhren und auch die Zwiebel. Und ja, Oskar. Und auch die Zwiebel. Und ja, dann können wir eigentlich loslegen am Topf. Ja, nachdem ich nun festgestellt habe, dass die Möhren wohl etwas zu hart sind und zu groß sind noch für die beiden Einsätze, habe ich mir gedacht, dann ist das ja der richtige Zeitpunkt, mal das Zusatzgerät Shred and Slice, meine ich heißt es, auszuprobieren, was ich mir auch schon vor einiger Zeit gekauft habe und versuche das Ding jetzt mal zusammenzubauen. Diese Scheiben sind alle gekennzeichnet, die haben hier so kleine Buchstaben drauf. Und dann kann man in der Bedienungsanleitung nachsehen, welche Scheibe welches Ergebnis erzeugt. Und hier kommt hoffentlich nicht gleich Möhrenschnitzel raus, sondern kleine Scheiben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, ich denke, viel verkehrt machen kann man nicht. Kommt der Deckel drauf. Ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Ich teste mal aus. Es gibt auch hier die 12 Gänge. Wir machen mal nicht ganz so hoch. Nehmen wir erstmal die 8. Und dann
stelle ich mal ein paar Minuten ein. Fülle die Möhren ein. Nicht ganz so hoch. Und ran. Das geht gut. Schauen wir mal, was das Ergebnis nachher ist. Das ging jedenfalls gut. Mal schauen, wie die Möhren jetzt aussehen. Okay. Der Deckel ist dreckig und weil er aus weißem Plastik ist, wird er sich wahrscheinlich auch verfärben mit der Zeit. Mal gucken. Das kann man rausnehmen. Oh, das ist aber ordentlich. Sehr schön. Ja, war zwar so nicht geplant, aber geht auch. Ja, nachdem wir die Möhren jetzt verarbeitet haben, habe ich den Topf einmal sauber gemacht wieder und den Aufsatz runtergenommen und packe jetzt das Ultrablade wieder rein, zusammen mit der Ingwerknolle. Dann machen wir die erstmal klein. Stufe 10. 20 Sekunden. So, das hat noch nicht gereicht, also machen wir mal Stufe 12. Und gehen hier auch noch mal eine Minute ins Programm und auf geht's. Ja, das hat gereicht. Jetzt kommt die Zwiebel dazu. Und die Paprika können wir auch gleich dazu tun. Ist fast schon ein bisschen klein, also Stufe 8, 5, 6 Sekunden hätte wahrscheinlich auch gereicht, aber das ist sonst okay. So, jetzt tausche ich den Einsatz wieder aus, das Messer brauche ich nicht mehr, alles klein, und setze den Mixer ein. So, jetzt geben wir etwas Erdnussöl dazu zum Anbraten. Schieben das alles noch mal ein wenig runter. Schließen den Topf. So, zum Rühren. Stufe 3 wird reichen. Temperatur ruhig schon ordentlich hoch zum Anbraten und bei Zeit. So, jetzt können wir die
Möhren noch dazu geben, die ich schon geschreddert habe. Das Hühnchen, oder die Pute hier in diesem Fall. Und die Bohnen. Die Kokosmilch. So. Und jetzt kommt die Hühnerbrühe. Und da muss man ein bisschen gucken, ob man die wirklich vollständig mit dazu gießt, je nachdem, wie viel Flüssigkeit ihr haben wollt. Und natürlich muss man hier auch ein bisschen aufpassen, dass man die maximale Füllung hier im Topf nicht überschreitet und passt genau. So, jetzt kommt das Curry noch dazu, die Currypaste, das ist alles. Mehr habe ich nicht dazu getan, mehr tue ich jetzt erstmal nicht dazu. Das ist schon relativ scharf, Geschmacksfrage, muss man ausprobieren, nachschärfen kann man immer noch. Deswegen erstmal vorsichtig. Ja, das war es erstmal an restlichen Zutaten. Jetzt machen wir den Topf wieder zu. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Ich stelle Stufe 3 zum Rühren erstmal ein, mal sehen, ob das reicht. Bei der Temperatur gehe ich auch wieder hoch auf 95. Das reicht, kochen muss es nicht unbedingt. Und wir machen jetzt 45 Minuten und danach schauen wir mal, wie es geworden ist. So, wie ihr seht, 45 Minuten sind um und das sieht gut aus. Ich hatte zwischendurch schon mal probiert, ich werde also nicht nachschärfen. Geschmacklich ist die Suppe wirklich gut, das Curry, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, das reicht. Für uns ist die gut so. Sehr lecker. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe zwischendurch, so nach der Hälfte der Zeit, als ich gemerkt habe, der Topf ist doch ein bisschen voll geworden, auf Stufe 4 gestellt zum Rühren, denn ansonsten bewegte sich oben an der Oberfläche nichts. Das reichte aber auch und ja, dann habe ich so die zweite Hälfte von den 45 Minuten durchkochen lassen und das war's. Ein wunderschönes One-Pot-Rezept. Ja, das war's. Mein thailändisches Curry. Wer Koriander mag, der kann jetzt natürlich noch Koriander hinzufügen. Das typisch thailändische Gewürz. Wir mögen leider überhaupt kein Koriander, deswegen mache ich die Currys immer ohne Koriander, aber im Original ist das normalerweise mit dabei. Ja, das ist mein Curry. Sieht lecker aus, schmeckt lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.